So. Ja. Versuchen wir jetzt noch einmal. Ich schaue mal, ob es irgendwie eine Möglichkeit gibt, irgendwie von denen jetzt wegzukommen. Und wieder vielleicht nochmal wieder hoch kann. Sieht nicht so aus. Scheiße. Jo, oh, dann bin ich gestorben. Nice. Ich glaube, die hassen Licht. Nein, nein, nein! Nein, ihr fresst mich nicht. So, okay, da muss ich jetzt irgendwie hin. Komm. Ja. Ja, jetzt bleib wieder kleben. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst vor. Bitte lass er jetzt nicht wieder zu uns erscheinen. Okay. Geöffnet. Ah, ich kann so raus. Er hat immer noch die Zugs da unten. Joa. Bin immer noch fertig von letzter Folge. Wir sind hier, befestigt den Sendeempfänger an dieser Antenne. Gegenstand verwenden. So, Sendeempfänger. Okay, da dauert aber ewig, bis die Lichter da alle angehen. Schaut die Aussicht von hier aus, ist es. Von hier aus ist es wunderschön. Ich erinnere mich jetzt. Die Stadt sollte. Sie sollte ein Schutzort sein. Ah, da oben ist jetzt Licht. Sie sehen aus wie Sterne, aber es sind nur Lichter, die das hermetische Dach über der Stadt markieren. Die Menschen bauten diese Hülle, um sich vor der Außenwelt zu schützen, aber das hatte seinen Preis. Niemand kann mehr nach draußen gehen. Die Außenwelt war eine Katastrophe, völlig verödet, unbewohnbar und gefährlich. Aber wenn du von dort kommst, muss das bedeuten, dass es dort wieder sicher ist. Und mein Versprechen war nicht nur in die Außenwelt zu gehen, sondern auch die Stadt zu öffnen. Ich verstehe immer noch nicht, warum manche Erinnerungen zurückkommen und andere nicht. Aber ich bin mir jetzt sicher, dass das meine Aufgabe ist. Ich muss die Stadt öffnen. Komm, lass uns zurückgehen und Momo finden. Jetzt, wo wir den Sendeempfänger installiert haben, sollten wir in der Lage sein, Hilfe zu bekommen. Ja, das ist auch eine Art Stadt da oben. Ich glaube, kommen wir von hier unten irgendwo? Ich glaube, von da irgendwo. Wo das Licht ist. Wo dieses grüne Licht. Boah, das sieht auch irgendwie unheimlich aus. So, dann fahren wir mal. Ja, genau, von da müssten wir irgendwo kommen.
Boah, die Musik ist so geil. Die Slums, Teil 2. So, da müsste irgendwo Momo sein. Oder? Schau mal, ein Zettel. Kleiner Außenwäldler, wenn du das liest, heißt das, dass du noch am Leben bist. Ausgezeichnet. Ich habe ein paar Gerätschaften in die Bar gebracht, um ihre Antenne dort zu nutzen. Komm, ich warte schon auf dich. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet... Schöner Code. Achte auf die große und kleine Schreibung. Wir sehen uns in der Bar, Momo. Das muss der Code für das Fenster neben dem Eingang sein. Los geht's. Momo schon. Ja, okay. Haben wir schon alles gelesen? So. Hier ist das Schloss für das Fenster. Der Code lautete. Es war ein H, glaube ich. Fehler, falscher Schlüssel. Ups, mein Fehler. Okay, versuchen wir es noch einmal. Dann war es ein O oder war es ein O? Schauen wir mal. Erfolg. Es hat geklappt. Momo ist in der Bar und wartet auf uns. Boah, aber die Musik ist gerade richtig geil. So. Nein? Wollte runter. Da. Hey, kleines Feldknäuel. Komm her, ich habe es geschafft, ein Signal zu bekommen. Ja, okay, alles klar. Wer ist denn das gewesen gerade? Jo, ne, wir setzen uns hier. Mal sehen, ob ich das Ding zum Laufen kriege. Ich habe es fast geschafft. Hallo, hört mich jemand? Hallo, ja, wir können dich hören. Wir sind aus dem Slums. Wir suchen einen Weg nach draußen. Warte, bist du das, Balthasar? Momo? Ich fasse das nicht. Ich bin so froh, deine Stimme zu hören, Balthasar. Wo bist du? Geht es den anderen gut? Ja, pst, wir sind in Sicherheit. Was? Sicherheit, pst. Wir haben einen Weg nach oben gefunden. Pst. Hallo? Hörst du mich noch? Du musst durch die Kanalisation gehen, um zu uns zu kommen. Pst. Sehr gefährlich. Pst. Zugs überall. Kanalisation? Wie? Hallo? Verdammt nochmal, wir haben das Signal verloren. Ich fasse das nicht. Balthasar ist am Leben. Er und die anderen Außenwäldler haben es geschafft, durch die Kanalisation nach oben zu gelangen. Die Kanalisation ist der gefährlichste Ort in den Slums. Aber wenn Balthasar es geschafft hat, muss es einen Weg geben. An der Kanalisation kommst du nicht vorbei. Dort wimmelt es von Zurks. Sie werden eine schnelle Mahlzeit aus dir machen, besonders aus dir Kleines. Ah, wir spielen also ein Weibchen. Okay. Viele haben in der Vergangenheit ihr Glück versucht. Es geht nicht gut aus. Wie auch immer, ich habe dich gewarnt. Deine Angelegenheiten gehen mich nichts an. Seamus. Dein Vater Doc war früher ein großer Wissenschaftler. Er arbeitete an einer neuen Waffe zur Bekämpfung der Zurks. Vor ein paar Jahren ging er weg, um das Gerät zu testen und kam nie wieder. Seamus war seitdem nie mehr derselbe. Hör nicht auf Seamus, er hat nur Angst, so wie ich es hatte.
Wenn Doc eine Waffe gebaut hat, ist das unsere Tür zu den Außenweltlern. In seinem Notizbuch erwähnte Doc ein paar Mal ein geheimes Labor. Das muss der Ort sein, an dem er daran gearbeitet hat. Vielleicht gibt es einen Hinweis in der Wohnung von Seamus. Komm schon, folge mir. Miau. Oh. Übersetzen? Jacket, Mitarbeiter des Monats, September XX27. Okay. Hey. Ah ne, wir wollten. Stimmt, wir wollten noch zu Oma. Wo auch immer die war. Dahin geht's zu Oma. Ja. Das sieht aus nach Oma. Übersetzen. Omas Kleidung. Hallo Kleis, hast du etwas Stromkabel für mich? Ich würde gerne einen Poncho für dich stecken, aber dazu brauche ich eben ein Kabel. Ja, hier. Danke, mein Liebes. Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Ja, also ich, so wie ich jetzt die Texte mittlerweile verstehe, ich glaube, wir spielen Weibchen. Jetzt kriegen wir einen Poncho. Poncho, neuen Gegenstand errungen. Bitte sehr, Kleines, das wird dir gut stehen. Nice. Da bedanken wir uns auch. Oh. So, wer sind die beiden? Wow, willst du etwas? Ich würde sagen, wir geben denen mal den Poncho. Ich kenne Oma Stil, sie ist sehr talentiert, weißt du? Okay. Curry, Oma hat mir diese Kleider gemacht, ganz schön schick, oder? Komm, da, ich kenne Oma Stil, sie ist sehr talentiert, weißt du? Oder... Warte mal, wo ist denn der Musiker? Der war doch hier irgendwo in der Nähe. Was ist denn das? Jauxi, schau dir all die tollen Sachen an, die in unserem Müll landen. So viele Schätze. Du sollst mal den Tauschhändler besuchen, dort gibt es für jeden etwas. Ja, okay. Hallo nochmal. Was willst du jetzt? Das hier ist ein Musiknotenblatt. Ein meisterhaftes Kunstwerk von einem sehr bekannten Künstler. Ja, wo kriege ich Energy-Dosen her? Ja. Wer ist denn das? Ah, Lito. Ja, wir haben Glück, dass wir, diese Gegenstände haben, um uns gegen die... Ja, kennen wir alle schon. Wo war denn der Musiker? Ich glaube, da hinten war der, oder? Oh, ich liebe diesen Mauzen. So, gut, wir geben dir den hier. Unbetitelt. Diese Melodie enthält genau 44 Noten. Okay. Joa, dazu legen wir uns hier hin. Boah, ich liebe das Miau. Ja, wir kommen später wieder. Die Papiertüte! Miau. Boah, die Steuerung ist aber mit Papiertüte kompliziert. So. Wir haben hier noch mehr Musik. Oh, danke für die Musik. Ich werde gleich üben.
Meinst du, du kannst noch mehr finden? Klar. Hier haben wir noch eins. Immer locker, immer cool. Ich glaube, das kann ich spielen. Schau mal. Dum 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 dum. Na, dafür haben wir immer noch keinen Code. Können wir hier was machen? Energy Drink Speed, 2 Stück nehmen, ja. Wo können wir das nochmal machen? Boah, ich würde gerne nochmal machen. Wir haben auf jeden Fall schon mal 2 Energies. Können wir jetzt nochmal einen Song hier holen? So, den Notenblatt, ja. Ja, den hätten wir gern. Ja. Hier, Energy Drink Speed 2. Bitteschön. 9 Gegenstände rum. Nice. Dann müssten wir jetzt hier irgendwo. Boah, lass mal nochmal diese Energy Dosenautomaten suchen. Vielleicht gibt es hier noch irgendwelche. Achso, das ist Momo. Wer ist das? Zoe? Wäre der immer noch sauer? Cosma? Boah, ich würde gerne wissen, ob es hier noch mehr Automaten gibt. Wer ist denn das? Hallo? Rosie! Wenn also heute das Morgen von gestern ist, wird morgen das heute von gestern sein? Oder die Zeit ist schon seltsam? Wir altern nicht wie unsere Vorfahren, die Weichen. Wir sind hier gefangen, für immer. Ich kenne Omasti, sie ist sehr talentiert, weißt du? Jo. Wo sind wir hier? Okay. Macht jetzt jemand auf? Es ist okay, du kannst gehen. Der Wächter sagt, dass es nicht die Zugs waren. Okay. Okay, ich habe keine Ahnung, wo wir hier gerade sind. Ah, wir sind wieder bei Oma. Oh. Warte mal, Inventar. Kann ich den Poncho irgendwie anziehen? Hier sind 4 auf jeden Fall in der Nähe. Die sind nicht in der Nähe. Okay. Wo geht's denn eigentlich hier lang? Ah, die beiden wieder. Mit Zack und mit Rico. Ja, keine Ahnung, wo ich jetzt noch mehr Energy-Automaten finde. Irgendwo müssen die doch bestimmt sein. Oder kann ich nochmal hier so was nehmen? Na du? Ich habe noch ein Musikstück für dich. Ja. Meinst du, kannst du noch mehr finden? Natürlich. Hier haben wir noch den hier. Geringfügig wichtige Informationen.
Welche wurde von einem renommierten Algorithmus verfasst? Joa. Okay. Ja, das sieht auch nach einem Energy-Automaten aus, aber es ist leer. Da ist auch ein Automat, der leer ist. Ah, warte, ich komme mal rein. Ah, wir sind wieder bei ihm. Natürlich. So, warte mal. Wer kann ich dir helfen? Ja, ich wollte hier. Du musst nur meine Linsen dafür kalibrieren. Hier steht du fahrbar. Seltsam, wer vereinbart und unbewusst und per Binärcode. Wo war nochmal die Dufa-Bar? Hier. Kann ich mir den übersetzen? Ne. So. Mit Billy sprechen, der kann mir bestimmt übersetzen. Willst du etwas? Ja, ich hätte gern das hier übersetzen. Das ist ein sehr, sehr alter Benicker, den du hier hast. Nur ein echter Techniker kann den lesen. Okay, und was mit dir? Du bist neu hier, was kann ich für dich tun? Ja, ich hätte gern den. Ja. Okay. Vielleicht oben. Oben war doch bestimmt irgendjemand. Ah, da haben wir, genau, den haben wir noch. Mit Karl! Mhm. Ja. Oh. Okay. Ding mir auch gut. Da war Notenblatt! So. Wo ist jetzt Mo? So, Momo. Da ist Momo. Na, übersetzen. Ankündigung. Ich bin auf der Suche nach Notenblättern, um mit meiner Gitarre hier ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Wenn du welche findest, bring sie mir. Ich wohne in der Nähe des Aufzugs. Moruske. Komm schon, Sam Schiemes. Mach die Tür auf. Du weißt, dass dein Vater uns hätte helfen wollen. Oh, das war zu erwarten. Diese Situation ist ziemlich hart für Schiemes. Er will nichts mehr von den Außenweltern hören. Mir will er nicht helfen. Aber du? Ich glaube, ich habe eine Idee. Ja, wer wird einer Katze nicht helfen wollen? Jetzt bestimmt wir sagen, kleiner Ger. Ja, war klar. Hier nimmt Docs Notizbuch und zeige es Seamus. Neue Gegenstand errungen. Es enthält eine Menge Informationen, die hoffentlich wie ein Stromschlag wirken werden. Findet das geheime Wort, kleiner Außenwetter. Ich gehe zurück in die Bar, um zu versuchen, die Kommunikation mit den anderen wiederherzustellen. Ah, nice, hier kann ich auch so drunter. Mit Seamus sprechen. Was machst du denn hier drin? Ich hab dir doch gesagt, durch die Kanalisation zu kommen ist reiner Selbstmord. Lass mich in Ruhe. Ja, komm, wir checken das hier mal. Das ist ein sehr alter Binärcode, den du hier hast. Nur ein echter Techniker kann das lesen. Ja, okay. Dann machen wir halt das hier. Was ist das? Warte. Ist das von meinem Papa? Oh wow, das wusste ich gar nicht. Es gibt ein geheimes Zimmer hier in unserer Wohnung, aber wo? Ja, und ich als Katze darf es natürlich irgendwie rausholen.
Akklur. Okay. Ist das so eine Art, sowas wie Zigaretten oder sowas? Ah, übersetzen. Die Zeit wird's zeigen. Okay, da haben wir nichts drunter. Der ist jetzt aber, ich glaube, der ist ein bisschen angepisst, dass ich das einfach so fallen lasse. Ne? Ah! Digicode benutzen. Zeit jetzt zeigen. Das ihm aber. Das Schäme ist, dass nie. Hä? Dass er das nie bemerkt hatte. Hier. Die Zeit wird's zeigen. Was soll das heißen? Wenn es tatsächlich eine Waffe gibt, mit der man den Zirkus bekämpfen kann, muss es hier irgendwo einen Hinweis darauf geben. Lass uns die ganze Wohnung durchsuchen. Ja, hab ich doch hier. Die Zeit wird's zeigen. Mehr Info habe ich jetzt nicht. Da komme ich auch nicht hoch. Ne. Hm. Dieser Code ist mir noch nie aufgefallen. Wie konnte ich ihn nur übersehen? Ich habe keine Ahnung, was das Passwort sein könnte. Toll, bist du eine super Hilfe, ey. Die Zeit wird zeigen. Moment mal. Da also zwei können eins und eins mit dem großen Zeiger. Warte mal, versuchen wir das mal. Zwei, fünf, eins, eins. Die Zeit wird's zeigen. 2511. Ich habe diesen Raum noch nie gesehen. Ich kann nicht glauben, dass er es geschafft hat, ihn die ganze Zeit vor mir zu verstecken. Diese Baupläne, die müssen für seinen Zugwaffe sein. Papa war immer so geheimnisvoll mit seiner Arbeit. Er sagte mir, dass die Waffe in der Theorie funktionierte, aber einen Praxistest brauchte. Er ging nach draußen in die Slums und kam nie wieder. Ah, da ist ein Zug. Übersetzen. Beobachten, hören sich niedlich an, sind aber nie freundlich. Alte Raketen aus Zeiten der Menschen, fressen alle möglichen Materialien, können in Dunkelheit bestens sehen, reagieren auf das grelle Licht. Ja. Übersetzen. Aktuelle Roboter-Schlagzeilen. Zirks sind offiziell außer Kontrolle. Sie fressen jetzt Metall. Oh. Hier haben wir was. Haben wir nichts. Hm.
übersetzen. Der Flugzeugbauplan, weil Konzept lichtgestützte Handfeuerwaffe, geringe Priorität, Aussehen, Größe, Dezibelausstoß, hohe Priorität unter realen Bedingungen testen. Ziel, Vernichtung von 20 Zugs pro Sekunde. Sonst gibt's hier glaube ich nichts. Seamus, komm, quatsch nochmal. Hast du hier etwas Interessantes gefunden? Ne, noch nicht. Also muss es hier irgendwo was geben. Da haben wir einen toten Zug. Ich sehe hier bisher noch nichts. Oh, hier sind noch mehr Zugs. Boah, sehen die widerlich eigentlich aus? Ich habe keine Ahnung, was wir suchen müssen. Ah, hier oben. Da war auch noch ein Karton. Da haben wir was. Kaputter Peilsender nehmen.